Was geht ab, meine Siefighter-Hosen hier, und heute zum Team-Rating-Video Nummer 53. Vielen lieben Dank für die ganzen Einsendungen wie jede Woche. Bevor wir damit aber anfangen, Freunde, vielleicht ein kurzes Statement zur aktuellen Lage, was gerade so abgeht. Zum einen nutze ich gerade die Team-Rating-Videos so titeltechnisch auch vielleicht als, ja, sag ich mal, Statement oder so. Aber ich finde es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann wisst ihr quasi am Ende der Woche, was gerade vielleicht so abgeht und mehr oder weniger. Jedenfalls aktuelle Lage, worauf ich hinaus will, ist wegen den Privatnachrichten, Freunde. Ihr erreicht mich immer noch am besten über eine Privatnachricht auf Twitter oder Discord. Jedoch ist aktuell wirklich sehr viel los, sei es jetzt quasi content-technisch oder auch privat, dass ihr euch auf jeden Fall auf eine Antwort gedulden müsst. Ich komme gerade nicht täglich dazu, meine Mails abzuchecken. Ich beschwere mich nicht, so ist nicht. Ja, es ist natürlich gut, immer wenn was los ist, aber da bin ich auch ehrlich zu euch und sag euch, was Sache ist. Ja, also nicht wundern, ihr müsst euch aktuell, hoffe, ihr habt da Verständnis dafür, ihr müsst euch aktuell einfach ein bisschen auf eine Antwort gedulden. So viel dazu, aber wenn ihr quasi wirklich eine Antwort braucht oder nicht, Freunde, nutzt auf jeden Fall die ganzen Quellen, die ich euch zur Verfügung stelle. Vor allem Twitter, Freunde, wenn da Einnachrichten rauskommen, Einmeldungen, da seid ihr auf jeden Fall am besten gedeckt. Die ganzen Links sind in der Beschreibung, aber auch in Sachen Teamfang oder so auf meinem Discord-Server, Freunde. Der Link ist auch in der Beschreibung, da hat es einen Teambuild-Channel. Da wird euch auch auf jeden Fall ausgeholfen, die ganzen Links in der Beschreibung. Und auch, ich muss immer noch lesen, hey, wie nimmt man eigentlich daran teil an diesem Team-Rating, und das Blabla etc. Freunde, auch dieser Link ist in der Beschreibung. Die Infett Team Rating steht dran, da klickt einmal drauf und dann seid ihr auf jeden Fall gedeckt und wisst, was ihr zu tun habt. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. So viel zu der aktuellen Situation, sage ich mal. Fangen wir mit dem ersten Team an. Das erste Team ist von Berzo. Lieben Dank für die Einsendung. Hashtag Team Osuru. Alles klar, und das wäre das Team von unserem Boy Berzo. Wir haben hier Super Saiyan 4 Vegeta als Leader. Wir wissen, er ist ein Agel-Leader, super Agel-Charakter, den Key plus 320. Den anderen Boys Extreme Agel-Charakter, den gibt er ebenso einen Boost, aber der ist auf jeden Fall niedriger. Jedenfalls sind in diesem Team aber nur 3 Agel-Charaktere vertreten. Heißt, 3 Charaktere bekommen einen Boost. 3 von 10 Punkten schon mal. Im Team jedoch, die Charaktere, die vertreten sind, sind alle Max-Level. Ja. Für den Status, in dem sie gerade sind, gibt es einen Punkt drauf, 4 von 10 Punkte, aber nicht Max Awaked alle, denn dieser Godko hätte auf jeden Fall noch ein Awakening. So viel erstmal dazu, heißt, wir müssen auf jeden Fall das Team ändern. Nun, wenn wir uns die Charakterliste ansehen, ich bin mir gerade nicht sicher, das ist, glaube ich, nicht die ganze Charakterliste, aber das ist die, die ich bekommen habe. Deswegen, Freunde, wenn ihr mir was einsendet, dann sendet mir am besten die Charaktere, die auch zum Niederskill passen. So, wisst ihr, was ich meine? Oder die Charaktere, die ihr quasi, ja, auf die ich schauen soll. In dem Fall, okay, das ist quasi ein Mischmasch-Team, aber sagen wir mal, wenn es quasi ein super Agel-Team wäre, dann wäre es gut, wenn ihr mir eure Agel-Charaktere sendet, ne? Aber, ja, ihr wisst eigentlich, wie das Ganze läuft. Jedenfalls, Berzo, du kannst dir zum einen ein super Agel-Team bauen, heißt, du müsstest quasi Super Saiyan 4 Vegeta als Leader nehmen, Kaioken Goku Blue, Super Saiyan 3 Goku, Super Saiyan 3 Bardock, Godku und den Super Saiyan Goku, dann könntest du ein Agel-Team bauen. Du könntest aber auch ein Realm of Gods-Team bauen, wenn du Ultra Instinct Goku als Leader nimmst, als anderen Charakter hättest du nach Kaioken Goku Blue. Godku hättest du mit am Start, Vegeta Blue Int könntest du mitnehmen, dann würdest du quasi noch 2 Int-Charaktere mitnehmen können, 6 Leader-Skill. Jedenfalls kannst du dann auf jeden Fall den Super Saiyan Goku Int mit reinnehmen und Kale. Kale ist der Universal Survival Saga Supporter, nicht alle Charaktere gehören zu der Universal Survival Saga Kategorie, aber das ist nicht schlimm, dass du halt Hauptsache ein komplettes Team hast. Und ja, das ist eigentlich so meine, ja, meine Empfehlung für dich oder mein Vorschlag für die Einsendung. Und ja, danke dafür auf jeden Fall. Wenn wir zum nächsten Team, ich wollte gerade sagen, wenn wir zum nächsten Team kommen, aber auch wenn wir zum nächsten Boy kommen, und dann kam daraus, wenn wir zum nächsten Team Boy kommen, Team Boy, dann ist das Gleimgimli oder Reisner. Lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Demoso, du wäre cool, wenn du mein Pure Saint Team bewerten könntest. By the way, feiere ich immer weiter so. Vielen Dank für die netten Worte, für das Kompliment, mein Freund. Hier haben wir dann an der Stelle ein Pure Saints Team. Und zwar folgendes Team: Alle Charaktere gehören zum Niederskill. Yes, das tun sie. 6 von 10 Punkten. Also Max Awake, Max Level 8 von 10 Punkten. Auf jeden Fall vom Setup her passt das. Kann man auf jeden Fall spielen. Nur die Sache mit diesem Goku hier ist, dieser Goku in Sachen Angriff-Link-Skills hat der eigene Link-Skills, also die hat nicht jeder. Wäre Z-Fighter so spontan aus dem Kopf, vieles Battle haben natürlich viele, so ist nicht. Er hat Prepare for Battle, Shock and Speed, aber es ist ein bisschen schwer, den in ein Team zu involvieren, wo die anderen mehr oder weniger Super Saiyan sind. Jetzt außerhalb von Thales, aber Thales ist ein anderes Thema, der ist ja ein Supporter. Jedenfalls gucken wir uns erstmal die Charakterliste an. Das ist die Charakterliste, ich lasse euch mal kurz einen Blick drauf werfen, weil ich habe mir da quasi schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar habe ich schon folgendes erstellt. Wir hätten hier Evo Vegeta in der Rotation mit Super Saiyan 4 Goku, Super Saiyan 4 Battle, Prepare for Battle ist auf jeden Fall solide. Wir haben die 2 Dreifachen, die teilen sich 5 Links, die sind auch gut gedeckt, und Thales als Supporter. Und dann hätte ich hier noch 3 Optionen, je nachdem quasi, was dir lieber wäre. Wenn du einen weiteren Support haben möchtest, ganz klar, klatschst du Bardock rein. Wenn du dann 100% Strength Godku spielen möchtest, individuell starker Charakter, in dieser Rotation würde er noch Warrior Gods für Evo Vegeta haben. In diese wäre zwar gedeckt, aber wenn er da reinkommt, ist nicht schlimm. Hätten da oben eine Flash, Super Saiyan 4 Battle ist auf jeden Fall auch gut gedeckt. Heißt, wenn du dann 100% Champ Goku spielen möchtest, könntest du auch machen. Dann hätte ich noch hier den Super Saiyajin Goku, weil ich weiß halt nicht,
inwiefern der EZA ist, dein Super Saiyan 3 Goku AGL. Ob der vollends EZA ist oder nicht, weiß ich nicht, ob du auf den verzichten könntest. Dann könntest du quasi den Boy reintun, müsstest aber ein bisschen die Rotation ändern. Dann müsstest du quasi, oder beziehungsweise könntest du Super Saiyan Goku zum Beispiel mit deinem Friend Evo Vegeta spielen oder mit dem Super Saiyan 4 Goku, und ab dem Zeitpunkt, ab dem wir Owen den Flash bekommen, könntest du dann quasi switchen. Ja, ihn reintun mit dem Angel Goku zum Beispiel. Deswegen die drei Optionen, ja, könntest du auf jeden Fall hier bedenken. Würde mich aber auch auf jeden Fall interessieren, für was du dich entschieden hast. Kannst du mich gerne wissen lassen. Und das sage ich so viel zu diesem Team. Wenn wir dann weitermachen mit dem nächsten Team Moreno, dann ist das von Jan Ebeling. Geiler Name auf jeden Fall, Leute. Jan Ebeling, Hashtag Timoso. Das ist mein Dream of Gods Team. Bin für alle Vorschläge offen und möchte mir das beste mögliche Team erstellen. Alles klar, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben ja ein Dream of Gods Team. Ultra Instinct Goku ist der Leader. Alle Charaktere gehören im Leaderskill an. Yeah. 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Awaked Max Level. Ja, das sind sie auch. 8 von 10 Punkte schon mal außen vorweg. Dann, wenn wir uns die Charakterliste ansehen. Die Sache ist halt, wir haben einen LR Goku Black, aber wir haben leider kein Insamasu Goku Black physisch, sag ich mal, oder irgendein Rosé, okay? Wir haben jetzt zwar, wo habe ich den Boy gesehen? Hier, Strength Samasu. Aber der Strength Samasu, der macht das nicht wett. Also der macht, der kommt an die anderen Partner nicht ran. Warum? Weil der, sorry, der teilt, das ist legit, sorry, der teilt sich mit LR Goku Black Dismal Future, Fierce Battle und Fierce Fate, glaube ich. Das sind Kid Plus 3 und 15%. Ja, also, da könnte man auch sowas ähnliches bauen, wie, wenn ich euch das mal zeigen darf. So, wenn wir uns jetzt mal den Grafen ansehen, dann, ja, die Sache mit dem Zamasu, wie gesagt, also, der, wenn mich alles täuscht, Dismal Future, Fierce Fate und Fierce Battle. Also, da könntest du eigentlich auch mit dem Charakter drin lassen, der Prepare for Battle und Fierce Battle hat dein LA Black. Da müsste ich unbedingt Strength Zamasu in der Rotation halten mit ihm, weil so viel mehr gibt dir nicht als die Standard Werte, sage ich mal, oder Standardsachen. Jedenfalls, Ultra Instinct Goku kannst du in deine Ultra lassen mit Strength God Goku, wissen wir, 4 Links jetzt, Ki plus 3, 55% auf den Angriff. Evo Vegeta mit LR Vegito Blue, Prepare for Battle, Super Saiyan Warrior Gods. Und deswegen nimmst du auf jeden Fall Topoman mit. Warum? Weil wenn Topo in die Rotation reinkommt, zum einen ist ein guter Supporter, Alter, und 35% für jeden, aber wenn er in die Rotation reinkommt mit Evo Vegeta, dann hätte er noch zusätzlich Fierce Battle für Evo Vegeta. Und jetzt hat die Sache, willst du LR Goku Black quasi als Rotationscharakter benutzen? Kannst du es machen. Kannst aber auch eigentlich LR Goku Black mit Ui Goku spielen, wäre quasi nur Prepare for Battle und Fierce Battle, aber dann hättest du ja Rotationscharakter für Ui Goku, nämlich den Godku, wenn er reinkommt, heißt der, die Linkskills hätte der auf jeden Fall, ist quasi von dir abhängig. Wenn du LR Goku Black spielen willst, dann kannst du auf jeden Fall machen, entweder als Rotationscharakter, wie gesagt, oder dann eben als in einer Rotation mit Ui Goku. Wenn nicht, könntest du auch noch einen weiteren Supporter reintun, Luis. Also, um es kurz zu sagen, ja, so viel dazu und zu dem Thema, wenn man quasi keinen anderen Rosé, Samasu oder so hat, kann man trotzdem auf jeden Fall mit dem Boy spielen, mit LR Goku Black. Gut, dann kommen wir auch zum letzten Team von heute, und zwar ist das letzte Team von Roaster 52. Lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns, unser Boy Roaster. Boom, und zwar machen wir das Ganze mal kurz so. Hashtag Timoso, ich würde gerne mein Pure Same Team haben, ohne meine LR zu benutzen. Alles klar, wollt ihr fragen, ob ich an dem Team was verbessern kann? Danke schon mal und mach weiter, so bleib wie du bist. Dankeschön, mein Freund, danke für das Kompliment. Jetzt bin ich drauf gespannt, jetzt gucken wir mal. Und zwar hat er folgendes Team gebaut, wir merken uns, ohne LR möchte jetzt haben. Pure Saiyans Team, alle Charaktere gehören zu dem Leaderskill, 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awake, 8 von 10 Punkten. Und hier würde ich auf jeden Fall spielen Super Saiyan 4 Goku mit Full Power Goku, kann man ja machen, weil sie andere Namen haben. Und sie tanzen wirklich sehr, sehr gut in Links, 6 von 10 sollten das, glaube ich, sein. Das ist halt insane, ich meine, wir haben Super Saiyan 4 Battling Angriff technisch, was Angriff angeht, und dann noch Saiyan Raw, das sind 25% drauf, GT, Shocking Speed, Prepare for Battle, RIP. Also die Rotation ist wirklich sehr, sehr gut. Die andere kommt jetzt drauf an. Ich meine, Super Saiyan 3 Bardock, der ist wirklich ein... Ich mag Super Saiyan 3 Bardock so, der ist eines der komplettesten Theo-Charakter. Einfach overall. Offensiv gut, defensiv gut, hat einen Support-Aspekt, hat einen Steal auf der Ulti. Seine Links sind wirklich sehr gut. Wir haben Prepare for Battle, Over the Flash dabei, Super Saiyan 4 Battle, wir hatten noch Experience Fighters. Also Super Saiyan 3 Bardock passt wirklich in guten Szenarien, auch als Rotationscharakter. Jetzt hat die Frage, willst du Super Saiyan 3 Bardock in deiner Rotation spielen mit Super Saiyan 3 Goku, dein EZA Goku? Kann man machen. Oder willst du Evo Vegeta spielen mit Ui Goku und dann quasi Super Saiyan 3 Bardock rein und raus rotieren? Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Charakterliste an. Das ist so erstmal die Frage, die ich mir merke. Wie gesagt, die LR-Charaktere wollen wir nicht. Okay, wir hätten noch einen 100% Godku. Ja, okay, 100% Godku ist wirklich nicht schlecht, aber man müsste nicht unbedingt ihn spielen, nur weil er auf 100% ist. Wisst ihr, was ich meine? Also zum einen, wir haben den Leader auf jeden Fall, Evo Vegeta. Wir haben die Rotation mit Full Power Goku, Super Saiyan 4 Goku. Die würde ich auf jeden Fall so halten. Die lassen wir mal. Okay, heißt, wir können noch drei Charaktere mitnehmen. Oder ich sag's mal so, Super Saiyan 3 Bardock nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Das sind vier Charaktere schon.
Jetzt ist halt die Frage, Super Saiyan 3 Bardock, lassen wir ihn in einer Rotation oder nicht? Also es kommt halt auf Ui Goku und Super Saiyan 3 Goku gerade an. Okay, wir hatten einen Super Saiyan Goku. Ich sag mal so, der ist bei dir auf 0%. Hätte er den Dupe oder so, dann würde man auf jeden Fall ihn spielen können, vor allem mit Bardock, weil Bardock hat eben Prepare for Battle, Experience Fighters und Over the Flash und Super Saiyan und Fierce Battle. Ihr merkt schon, ne? Über die ganze Transformation deckt er sich wirklich gut mit dem AGL Super Saiyan Goku. Aber okay, weil er auf 0% ist und die anderen sowohl Ui Goku als auch deren Dupe haben. Also ich bin ehrlich, wenn du ihn auf 55% bringst ohne Dupe, würde ich ihn vielleicht trotzdem eher spielen als den Issei Goku, einfach wegen dem, was ich gerade genannt habe. Aber egal, wir gucken mal ganz kurz weiter. Und ja, eigentlich wäre es mehr oder weniger. Wir hätten noch einen Tod. Wir haben Thales. Okay. Stopp. Okay. Genau das ist jetzt das. Folgendes. Er hat sich geklärt. Super Saiyan 3 Goku raus für Thales. Ganz einfach. Vielleicht denkst du dir andere, was? Thales. Ich rede die ganze Zeit über Thales. Ich hatte ihn so hoch. Freunde, Thales. In den Teams, in den Thales vertreten ist, hat der locker überall einen Stammplatz. Er ist ein Dokkan-Fesselcharakter. Ich wollte gerade sagen, Dokkan-Exklusive ist ja das gleiche, aber trotzdem ist ein Dokkan-Exklusiver Charakter und ein verdammter Supporter. Ki plus 3, Attack plus 40% für jeden. Einfach mal für jeden. Den klatscht man sowas von überall rein in den Teams, in denen er vertreten ist, Freunde. Der ist so gut in Sachen Support-Aspekt. Ist der beste Supporter, so, wenn wir das so sagen dürfen. Und die Sache ist, auch wenn er sich mal transformiert oder so, ist nicht schlimm, weil er ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn er kann sich halt nochmal, das ist bei ihm einzigartig, er kann sich auch dann wieder detransformieren. Ja, nach ein paar Runden kann er es wieder detransformieren. Oder beziehungsweise, ja, wieder diesen Support-Aspekt einnehmen. Deswegen, so oder so, er ist brutal gut. Also klatschen wir auf jeden Fall, Diskussion, so lange Rede, kurz Sinn. Klatschen wir auf jeden Fall Thales rein für Super Saiyan 3 Goku. Du kannst dann halt einen Full-Power-Goku in deiner Rotation mit Super Saiyan 4 Goku werden wir auf jeden Fall halten. Oder hältst dann auf jeden Fall Evo Vegeta mit Ui Goku. Kannst aber auch Evo Vegeta mit Super Saiyan 3 Bardock halten, aber weil dreifacher Bardock kann man so gut rein und raus rotieren, sage ich mal, besser als Ui Goku, würde ich vielleicht Super Saiyan 3 Bardock rein und raus rotieren, Thales als Support-Charakter, wie gesagt, und dann wäre das die einzige Änderung, die ich machen würde. Freunde, so viel zu diesem Team-Rating-Video, schaut das Ganze euch gefallen, wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man, bro, don't you cry.